Strafen wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ah, Leute, keine Panik, ich steck die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kinder von morgen. Liz hat sich mit ihrer besten Freundin Annika mal wieder in die Wolle gekriegt. Dabei hat sie es nur gut gemeint. Sag mal, hast du eigentlich irgendwas, das meine ganze Karriere ruiniert? Wirklich, danke. Toller Job als beste Freundin. Du weißt doch gar nicht, was eine beste Freundin ist. Sophie hat sich bisher nicht besonders für unsere Ideen interessiert. Aber das könnte sich jetzt ändern. Denn heute ist die Abstimmung über die künftige Ausrichtung von Einstein. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, dann werden sie mich nächstes Jahr irgendwo hin versetzen, wo sie gerade einen Geschichtslehrer suchen. Aber wenn du das willst, dann kannst du ja deine pseudo-coole Einstellung beibehalten. Gib mir sowieso alles am Arsch vorbei, stimmt's? Tja, und Philipp und ich... Das mit uns ist seit dem Stollen immer schöner geworden. Keine Ahnung, wo das noch hinführt. Laut Statistik entscheiden sich viele erst kurz vor der Wahl. Ah ja? Ja, das ist meine Chance. Ich meine 10 Minuten vor der Abstimmung. Da werde ich meine neue Idee präsentieren. Mary, findest du meine Strategie so schlecht? Ich habe gerade wieder an den Stollen gedacht. Oh. Und ich texte dich voll. Sorry. Ich will dir ganz nah sein. Na? Also, so richtig nah. Du meinst... Echt? Wow. Hast du sie noch alle? Schlecht geschlafen? Guten Morgen erstmal. Weiß Pasolke davon? Überraschung. Kannst du deine Energie nicht sinnvoller einsetzen? Komm schon. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Na bitte. Wenn du es schon gut findest, hat Pasolke erst recht kein Problem damit. Erst rastet er aus und dann wirft er uns raus. Vielleicht sollten wir noch einen Livestream mit Diskussionen in verschiedenen Sprachen machen. Hast du dich im Zimmer gelaufen? Nö, du? Setzen Sie sich doch, wir haben schon angefangen. Danke, bitte mal. Also, langfristig wollen wir den Dialog mit Schülern aus anderen Kulturkreisen fördern. Und wie? Ich habe mal nachgedacht. Ach nee. Sag, was soll denn das jetzt? Also, die einzige Partnerschule, die wir haben, ist in den USA, also in Shawnee. Das ist aber nichts Besonderes. Was ist mit dem Rest der Welt? Du meinst Nordkorea zum Beispiel? Ja, zum Beispiel das. Das ist was Besonderes. Ja, das ist in der Tat schwierig. Nordkorea ist schwierig. Ja, wir können ruhig weiter diskutieren. Ich höre gerne zu. Lächeln. In Deutschland lächeln alle so wenig. Sie waren einmal ein Jahr in China, oder? Ja. Kennen Sie die chinesische Kultur? Ja. Und das Essen? Ja, natürlich. Mandarin AG, das wär's. Statt Einstein werden wir dann Klitschko-Schule essen. Alter, die Sportausrichtung kannst du abhaken. Mit Musik und Kunst hast du eh viel mehr Spaß. Dann gib's zu, du willst aus Einstein nur einen MC-Start machen. Er hat tappt. Und aus dir will ich den MC-Bundeskanzler machen, wenn du dafür stimmst. Dumpfbacke. Pass auf, was du sagst, ich Klitschko, Mann, ja? Sport oder Kunst, voten Sie jetzt. Jungs, helft ihr mir beim Zelt aufbauen? Spielen wir Indianer? Oder planst du ein Zirkusprojekt? Nee. Ist mehr privat. Ach so. Ding Dong, ist es soweit. Du und Mary Knickknack. Hä? Bahnhof. Du verstehst es nicht. Die wollen zelten. Mach's klick, Brunello. Ach so. Zelten. Mary ist jetzt bereit dafür. Ey, gib mir mal bitte das Shampoo. Ja. Geil. Aber du hast doch kein Muffensausen, Fips. Seitdem wir zusammen im Stollen waren, ist Mary irgendwie... scharf und feurig, wie eine Chili. Aber wieso jetzt auf einmal? Ich meine... Ihr wart doch schon in den Ferien mit nur einem Zelt unterwegs. Ja, da lief aber nichts, Mann. Keine Ahnung. Sie oder wir haben zusammen stolz so eine Art Nahtoderfahrung gemacht. Ja, und seitdem empfindet sie halt mehr für mich. Typisch Frau, die weiß nie warum und warum nicht. Also, krieg ich jetzt Support? Dazu zählt auch Schmiere stehen. Ja, jetzt bleibt nur noch ein Problem.
von meinem Vater gelernt. Der ist Kugelstoßer. Cool, nicht schlecht. Hey, Larry, E-Mail für dich. Was machst du denn hier, Philipp? Heute Abend schon was vor, überraschend garantiert. So, genug geturtelt. Abgang. So, wenn unser neuer Sportlehrer Herr Krasnick noch nicht da ist, werde ich euch jetzt ein bisschen den Ferienspeck abtrainieren. Ihr wisst ja, wie viel dabei geht. Ha? Los, alle mal raus. So, jeder nimmt den Schläger. Ja. Jawohl. Mary? Mary, sag mal, für welche Ausrichtung wirst du eigentlich nachher stimmen? Philipp hat eine neue super Idee. Interessant, kann man die mal hören? Ich habe einen Maulkorb-Verpass bekommen. Wartet's ab. Ja, solange ich die Idee nicht kenne, kann ich auch nicht dafür voten. Habt ihr Lust, heute Abend mit mir um die Häuser zu ziehen? Ja, klar, gerne. Ich bin schon ausgebucht. Was hast du denn vor? Top Secret. Die gerade Banane mit Wurst in den Ohren, das bin ja ich. Und das Erdnussgesicht mit Spaghetti-Mund, das bin ich. Als kleines Dankeschön für meine Begrüßung. Das hat Ähnlichkeiten. Danke. So, und jetzt setzt ihr euch mal ins Profil. Ich find's cool, dass du es uns nicht krumm genommen hast. Ach, seltsame Reaktionen bin ich gewöhnt. Profil. Wie lebt sich's eigentlich so als Volksmusikstar? Ach, eigentlich ganz flippig. Ich schlafe, esse, gehe zur Schule, mache Hausaufgaben, kicke und hin und wieder habe ich einen Auftritt. Profil. Naja, ist ja nicht anders als bei Annika. Nur, dass deine Groupies um die 50 sind. Ja. Es gibt auch Jüngere. Aber das Alter ist egal. Ich liebe mein Publikum. Profil. Sorry, aber kriegt man von dem Sound keinen Ohrenkrebs? Ach was. Volksmusik macht gute Laune. Immer. Profil. Achtung, Alarm! Es ist nur ein Bockemann-Marsch. Tag, Tobias, lustig. Hast du kein Mathe? Lust auf ein paar kreative Ideen von einer, die weiß, wo es lang geht? Du bist disqualifiziert. Dann eben nicht. Ich möchte euren Atem hören. Es ist wichtig. Es ist kein Wettlauf. Jeder in seinem Tempo. Mary, hast du deine Tage? Das klingt doch bescheuert. So, kommt doch. Stellt euch mal alle hintereinander. Zack, zack, zack. In eine Reihe. Blick nach da. Geht doch ein bisschen schneller. Wir stellen uns wieder so hin. Das Bein zur Seite. Ein fester Stand auf dem Boden. Hände in die Hüften. Und wir bewegen uns zur Seite, ganz weit runter. Und wir atmen aus. Hey. Klasse, dass du heute Abend Zeit hast. Nehmt die Luft ernst. Was? Nehmt die Energie und lasst. Hast du denn vor? Naja. Fotos, Campingausflug und so weiter. Weitermachen. Romantisch. Wie geht's dir eigentlich? Bestens. Sieht man das nicht? Ja klar, aber ich meine... Bist du dir ganz sicher? Hast du keine Bauchschmerzen oder vielleicht Heißhunger auf Schokolade? Nein, wieso? So, kommt, tut euch mal zu Pärchen zusammen. Naja, es gibt ja so Frauen und Mädchen, die haben manchmal so Zeiten, in denen sie einfach... Du willst wissen, habe ich meine Tage. Ja. Okay, freue ich mich auf heute Abend. Mary, ich liebe dich. Wer bist du denn? Gehörst du wieder zu? Abgang, mein Junge. Zack, zack, zack. Ich dich auch. Ja. Weitermachen. Ich brauch dich jetzt, dringend. Weite Bewegung machen nicht. Das kann man sich ja wieder abwaschen. Oder kratzen. Ich kann verstehen, wenn Sie wütend sind. Oh, mir geht's gut. Entschuldigung. Alexander Fischer? Hallo. Ich will nicht. Was?
Und das ist jetzt endgültig, verstehe ich Sie da richtig? Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Danke. Tschüss. Clara? Schlechte Nachrichten. Unser Haus wird abgerissen. Echt? Ja, wieso das denn? Denen ist die Asbestsanierung wohl zu teuer geworden. Spitze! Jetzt sind wir für immer eine WG. Du schließt die Augen und wartest ab. Und dann passiert es einfach? Vielleicht. Ich glaube, du bist jemand, der schon mal mit jemandem geschlafen hat. Richtig? Ja, und es war zauberhaft. Echt? Nein, ich habe gelogen. Keine Ahnung. Und was mache ich denn jetzt? In ein paar Stunden ist es soweit. Mädchenzeitschriften müssen auch zu etwas gut sein. Bist du dir ganz sicher, dass er der Richtige ist? Philipp ist mein Traummann. Hat er dich gefragt, ob du ihn heiraten willst oder ob ihr euch verloben wollt? Nein, aber wir lieben uns über alles. Hast du Vorkehrungen getroffen? Du weißt schon. Das hier? Das gibt die volle Punktzahl. Okay, Proviant habe ich, Schlafsack habe ich, Isomatte habe ich, Messer habe ich. Dieses dämliche Zelt. Willst du mir einen die Wäsche? Willst du mir einen die Wäsche? Das ist nicht mein Humor, Mann. Der frisch geklaut aus dem Trockner. Es glaubt. So ein sensibles Teil steckt keine Frau da rein. Körbchengröße 80D. Sieht man das nicht? Irre. Packst du mal mit an? Alter, das hier ist viel wichtiger für dich. Elias, der Experte. Oh. Vergiss es. Wetten, dass du nicht weißt, wie man ein BH innerhalb von 10 Sekunden einhändig aufkriegt. Und wenn? Du willst doch nicht das Vorspiel gefährden, oder? Das ist ein Argument. Ja. Aber wie brenne ich mir dieses Geheimwissen denn jetzt noch drauf? Na, ganz einfach. Ich bin Mary und du... Du. Nee, das ist mir jetzt echt zu doof. Na los, aufmachen. Komm. Ohne zu kitzeln. Na komm. Ja. Na. Okay. Mensch. Was geht denn? Ja, was kitzelt? Oh. So, und jetzt nochmal einhändig, ja? Das geht nicht. Oder willst du, dass ich das Teil kaputt mache? Ey, spinnst du, das ist eine Leihgabe. Komm, mach. Da. Hey, Jungs, was geht denn hier? Eine kleine Einführung in die Busenhalterkunde. Nicht wahr, Schatz? Ich mach mein Zelt. Zusammengefasst. Ihr wollt Karriere machen? Ohne herausragenden Abschluss könnt ihr diesen Traum sofort begraben. Darum unterstützt jetzt meine Idee. Macht Einstein zur Eliteschule. Danke für eure Stimme. Was ist mit den Schülern, die das Niveau nicht packen? Werden die rausgeschmissen? Berechtigter Einwand. Hey, Ruhe bitte. Wir können darüber nochmal nachdenken. Nach der Abstimmung. Nein, jetzt!
Wie wäre es, wenn wir so eine Art Coaching-System einführen? Gute Schüler helfen den Schwachen. Und Lehrer und Eltern sind auch dabei. Klingt vernünftig. Darf ich die Idee bitte mit aufgreifen? Na klar. Danke. Hey, du warst super. Danke. Ich kann es kaum noch erwarten. In welche Ausrichtung für Einstein stimmst du denn jetzt? Na, gar keine. Wie, erst engagierst du dich und dann kapitulierst du? Du willst wohl doch in die Provinz, ne? So, ihr nehmt euch jetzt alle ein Kärtchen, bitte, entsprechend der Ausrichtung, die ihr wählen wollt. So, gebt den Hut mal durch. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Jeder hat eine Stimme. Wenn ich jetzt sage, hält jeder das Kärtchen mit der Farbe seiner Ausrichtung hoch. Und jetzt! Leute, wenn ihr nicht wollt, dass Einstein zur Streberschule wird, dann wählt Blau für die Kunst! Ja, Blau für die Kunst! Orange für die Sprachen! Stopp! Ihr hattet genug Zeit, eure Ideen zu präsentieren. Oder glaubt ihr etwa, die sind originell? Ach, du Schnösel! Schnösel, genau! Ja. Wieso? Darauf kommen auch andere Schulen. Kennen wir die Wahl jetzt? Warum kennen wir? Was soll das jetzt hier? Orange für die Sprachen, Blau für die Kunst, Rot für die Naturwissenschaften, Grün für eine sportliche Ausrichtung. Wir haben 1000 Möglichkeiten und sollen uns nur eine auswählen? Das ist doch total bescheuert und langweilig. Vorschlag: Wir werden uns nicht auf eine Ausrichtung festlegen, sondern wir werden versuchen, alle Ideen miteinander zu verbinden. Alles für Einstein. Alles fürs Einstein. Jetzt für Sophies Vorschlag. Einstimmig angenommen. Ja, ja, mit Charme und Kampfgeist. Ganz der Opa. Hm? Respekt. Aber zurzeit bist du eine wirkliche Wundertüte. Frieden? Hab ich Lust, dass du nach Schlag mich tot versetzt wirst? Liebe Mutter Gottes, bitte lass es heute Abend ein wunderschöner Abend werden.
Ich bin jetzt in der Öko-Gruppe. Beim Papier schöpfen und beim Fassaden bemalen. Außerdem wirke ich beim Design für den virtuellen Rundgang mit. Und seitdem ich hier bin, habe ich mich kontinuierlich verbessert. Pasulke hat Wohnungsanzeigen angestrichen. Was? Scheiße. Man sieht, der Sinn hatte recht. Er will uns loswerden? Wir haben den Bogen überspannt. So, stört das Mistvieh nicht mehr. Willkommen in der mückenfreien Zone. Schließ die Augen. Wer ist hier? Ah! Nein! Bist du sicher, dass uns hier keiner erwischen kann? Wildes Campen ist doch illegal. Entspann dich. Sorry, Philipp. Ich bin noch nicht bereit dafür. Ja. Okay. Dich. Lass uns warten, ja? Sicher. Dafür liebe ich dich so. Du respektierst mich. Danke für den bezaubernden Abend. Dankeschön. Und Spaß gehabt? Nacht, Elias. Na, mal wieder abgelöst bei Mary. Wie kommst du darauf? Na, die sah gerade nicht so aus wie jemand, der das erste Mal erlebt hat. Hör einfach mal auf, einen auf Checker zu machen, okay? Ich hab Augen im Kopf, ja? Aber kein Plan! Weißt du was? Das war dermaßen geil. Hey, was du hast? Ja, professionell den BH geöffnet. Nein, echt? Bestzeit in 5 Sekunden und dann... Knick, knack. Dann haben wir es getan, ja. Hey, Respekt, Alter. Danke. Mary schwebt auf Wolke 7. Wolke 7? Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen.